ab 4 Uhr früh Großrazzia des Hessischen Landeskriminalamtes. Mehr als 1.100 Beamte im Einsatz. Der Fokus im Rhein-Main-Gebiet. Allein in Frankfurt wurden 33 Wohnungen, Geschäftsräume und Moscheen durchsucht. Ein Mann wird festgenommen, ein 36-jähriger tunesischer Staatsangehöriger, der dringend verdächtig ist, seit August 2015 unter anderem als Anwerber und Schleuser für den sogenannten Islamischen Staat tätig gewesen zu sein. Dieser tunesische Tatverdächtige wird weiter zur Last gelegt, ein Unterstützernetzwerk hier in Deutschland aufgebaut zu haben. Ziel dieses Netzwerkes war es, einen Terroranschlag auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vorzubereiten. Ein konkretes Ziel gab es wohl noch nicht. Neben dem Hauptverdächtigen wird jetzt gegen 16 weitere Beschuldigte zwischen 16 und 46 Jahren ermittelt. Die Razzia monatelang von verschiedenen Behörden vorbereitet. Wir sind bereits seit 4 Monaten in diesem Ermittlungskomplex gemeinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft und mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Ermitteln. Das heißt, es waren innerhalb dieser Zeit über 4 Monate ca. 150 Polizeibeamte dauerhaft 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche gebunden mit diesen Ermittlungen. Also es ist ein sehr aufwendiges Verfahren bislang gewesen. Der 36 Jahre alte Hauptbeschuldigte Tunesier wird von den Behörden seines Heimatlandes wegen einer möglichen Beteiligung am Anschlag mit 21 Toten auf das Bardo-Museum in Tunis im März 2015 gesucht. Der Mann, der im gleichen Jahr als Asylsuchender nach Deutschland kam, soll hier ein Unterstützernetzwerk aufgebaut haben, um einen Anschlag in Deutschland zu verüben. Deswegen wurde er seit dem 4. November rund um die Uhr observiert. Die Festnahme konnte nicht früher erfolgen, da dies den Ermittlungserfolg gefährdet hätte, so die Behörden. Jetzt die Razzia, unter anderem in Moscheen im Rhein-Main-Gebiet, zum Beispiel die Bilal-Moschee in Frankfurt-Griesheim. Dort wurden Gemeindemitglieder vom Einsatz überrascht, ärgern sich über die Schäden. Unser Vorstand steht hier mit Schlüssel, wollte aufmachen. Nein, geh mal weg. 3 oder 4 Polizisten haben ihn festgehalten und haben das gemacht. Kontakte zu Salafisten gäbe es hier nicht, sagt er. Allerdings. Ich habe keine Kontrolle. Ich bin kein Beamter. Und die Salafisten haben das nicht auf die Stirn geschrieben, dass sie Salafisten sind. Bei uns kommt jeder Mensch rein und hat das Recht zu beten. Die Großrazzia am Morgen im Rhein-Main-Gebiet, für die Ermittler ein Erfolg, bei dem ein weit verzweigtes salafistisches Netzwerk zerschlagen worden sei, so das LKA. Und offenbar wurde noch weitaus Schlimmeres verhindert, ein möglicher Anschlag in Deutschland.